Muss ich näher kommen? Ja, klar, ja. Aber du willst mich jetzt nicht boxen, oder? Nein, einfach so weit weg, das doch hier. Echt, hier war Platz. So, und zwar ist das folgendermaßen: Wir haben für den Dirk ein Geschenk vorbereitet, natürlich mit HSV-Bezug. Und wir haben uns gedacht, denn das Geschenk muss er sich erspielen, und wir haben uns 5 einfache Quizfragen ausgedacht. Quiz? Quizfragen, genau. Aileen ist meine kleine Quizwee, sie berechnet dann gleich die Fragen. Und zwar sind das Fragen, die ein richtiger HSV-Fan beantworten kann. Falls du mal keine Ahnung hast, ist es dir freigestellt, das Publikum zu befragen. Aha, frag mich ja einer, der mich will. Ja, genau. Hat ich auch einen Telefon-Joker? Nee. Also, ich sag mal so viel, ich als alter Schalker hätte davon 3 Fragen gewusst, weil die anderen beiden knapp vertan. Er hat einen Telefon-Joker. Von mir aus kann auch bei jeder Frage das Problem nachfragen. Genau, das ist cool. Er hat einen Telefonjoker und einen Publikumsjoker. Plus 50, du darfst dich hinsetzen. Gut. Dann fangen wir mal an. Frage Nummer 1. Nur im Publikum. In welchem Jahr wurde der HSV gegründet? Was? In welchem Jahr wurde der HSV gegründet? Gegründet? Gegründet. 1887. Richtig! Hey. Frage Nummer 2. Wie oft war der HSV deutscher Meister? In der normalen Bundesliga? Alles zusammen. Alles zusammen. Alles zusammen. Einmal. Psst. Ach so. Kann ich vorher sagen. Was? Wir wissen es. Wie also oft war der HSV deutscher Meister? Ich weiß es halt auch richtig. Vergessen Publikum befragen. Publikum. Also alles zusammen. Alles zusammen. Vor Bundesliga und Bundesliga an sich selber. Warte. Einmal ist ja schon mal ganz klar in der regulären und ich weiß, dass in den 30er Jahren auch noch. Und also ich glaube, dass irgendwie mal ein Gespräch gewesen war, wo, wenn man das alles zusammenrechnet, dass der HSV auf dem Trikot 3 Sterne auf der Brust tragen könnte. Ich gebe dir einen Tipp, die haben 2 Sterne. Und es hätten auch nie 3 sein können. Gibt da auch einen Tipp, machst du deine Sets? Du darfst es nicht. Was hast du gesagt? Voll, dein Demon fährt dann auch nicht, wenn du was gesagt hast. Ich fand das Publikum. Was hast du gesagt? Ja, du hast es ja schon fast beantwortet. Genau, siehst du? Können wir beide mal. Ich gebe dir einen Tipp, 3 Sterne gibt es erst ab 10 Meisterschaften. Ja, wir wissen es, wir sind gut gekommen. Ja. Ach so, Meisterschaft. Wer hört das nicht? Micha, bitte, du warte doch mal. Oder wer hat da hier? Hier. Was? Wir wissen es nicht. Deine Hand. Aber jetzt kommt bestimmt gleich eine Frage und dann brauche ich euch nochmal. Du darfst es immer machen. Ich muss dazu sagen, du darfst es immer machen. Immer machen. Jungs! 6-mal? Richtig! Echt? Ja. 6-mal war ich. Ist das jetzt peinlich? Das war ja mal vorher und immer hinterher. Du bist doch der HSV-Fan. Ah! Ja, gut, okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Frage 3. Gegen wen gewann der HSV das Finale im Europapokal der Landesmeister? Das war doch Inter Mailand. Was ist das für ein HSV? Er darf noch mal. Aber ich darf ja immer fragen. Ja, das ist gut. Ich stehe mal auf, ich weiß es. Du hast hast du das? Ja, klar. Ich hast du 500 Euro. Ja, das war. Also, ja, okay. Juventus Turin? Ja. 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 So. Frage Nummer 4. Mein Junge. Das Spiel ging 1-0 aus. Frage: Wer schoss das Siegtor?
Wir haben das Spiel gegen Alte. Ach so, vom Dings. Ja. Ich glaube, ich weiß das. Bleib da erstmal sitzen. Wer schoss das Siegtor? Bleib da erstmal sitzen. Der Schleifer. Genau. Für den Burger. Wer ist der Schleifer? Der Wagen. Wer ist der Schleifer, sollen wir dich fragen? Als Trainer ein Schleifer. Der Schleifer. Auch bei Bayern. Nur bei Schalke. Genau. Hätte ich das auch wieder gewusst? Sag mich ja jetzt in den Felix ist das. Ja. Magal? Ja, das ist ja endlich. Also deine Antwort? Magal. Richtig. Hey! So, und jetzt kommt die Special-Frage. Oha. So, und zwar Frage Nummer 5. 1983 wurde der HSV zum letzten Mal Deutscher Meister. Ja. In welchem Stadion wurde dem HSV die Meisterschale überreicht? Das war ein Auswärtsspiel. Das kann ja eine Frage gewesen sein. Schwierig. Keine Ahnung. Ja, ich gebe euch einen Tipp. Mein Vater hat das damals live im Stadion gesehen. Also rufen wir den Vater an. Ja, komm, Thomas. Achso, dann macht es ja Sinn, um die Ecke zu denken. Wie heißt das Stadion damals? Parkstadion, ne? Richtig. Wie ist das Parkstadion? Richtige Antwort! Hey! Du hast dich Hacker geschlagen, herzlichen Glückwunsch! Du kriegst jetzt von mir das Geschenk überreicht. Dein Gewinn. Die Geschenke fehlen. Der war gut! Also, wenn auf der Kultur ist, das hier ist, das hat man nicht vor.